Ja, es ist ein Thema, das aktuell die ganze Welt beschäftigt, das Coronavirus. Schweizweit rund 37 Infizierte. Und wie sich das Ganze weiterentwickelt und momentan schwer zum Abschätzen. Es gibt Fragen über Fragen, Theorien über Theorien. Man weiss im Moment eigentlich gar nicht so recht, was ist richtig, was ist falsch. Und darum sind wir sehr froh darum, dass der Dr. Christian Ambur, der Kantonsarzt, heute hier bei uns, eine Stunde lang zu Gast ist, aber für genau alle Fragen zu beantworten. Schönen guten Tag, Dr. Ambur. Guten Tag. Ja, Dr. Christian Ambur, wie sieht heute an dem 4. März am Morgen um 10 Uhr ab 8 Uhr die aktuelle Situation aus? Die aktuelle Situation ist im Prinzip so, wir haben 53 gesicherte Fälle in der Schweiz. Ich bin aber nicht sicher, ob die Zahl stimmt, weil das ändert sich dauernd. Einfach, was man sagen kann, das Virus ist auch in der Schweiz, das Virus ist auch im Wallis. Wir müssen mit dem jetzt umgehen. Vorsicht ja, Panik nein, ist eigentlich die Devise, die man immer mal wieder kehrt. Wie erlebt ihr momentan den Umgang mit den Menschen rund um das Thema Coronavirus? Ich glaube, wenn ich so die Leute, die um mich herum sind, kehre, die sagen mir alle, ja, macht man da nicht zu viel Theater drumherum. Es ist, die Leute sind sich bewusst, es ist ein Thema, aber man muss auch nicht Angst haben davon. Aber ernst nehmen tut man es auf jeden Fall. Das haben auch wir gemerkt, als wir haben den Aufruf gestartet haben, dass ihr heute Morgen jetzt Gast bist und die Leute kennen und Fragen stellen. Es sind über 300 Fragen reingekommen rund um das Coronavirus in den letzten Tagen. Und Dr. Ambur, ich denke, wir verlieren nicht zu viel Zeit. Wir haben die Fragen ein bisschen gebündelt. Es sind sehr viele ähnliche Fragen. Ich habe Fragen, die die Leute sehr beschäftigt, mehrfach benannt worden sind. Und sehr viel Mal ist eigentlich die Frage, ich habe, wie kann ich mich eigentlich anstecken? Längt miteinander reden? Kann man sich anstecken, wenn ich irgendwo am Sonntag im Rotenburg gehe, spazieren und da sind hunderte Leute unterwegs? Oder muss ich jemandem schon ankommen, der infiziert ist? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man weiss, wie passiert überhaupt eine Infektion. Das Virus wird nicht gleich übertragen wie das Grippevirus, das über kleine Partikel, in kleine Teile in der Luft, sondern es wird im Prinzip mit Tröpfchen, also das heisst, wenn man hustet, wenn die Tröpfchen in die Schleimhaut kommen, also in die Mühl, Nase oder in die Augen, das heisst, es kann nur übertragen werden, wenn man hustet, angehustet wird oder wenn solche Tröpfchen auf der Handläufe oder so, wo man dann mit der Hand drankommt und nachher zu diesen Schleimhäuten geht. Und dadurch werden sich schon viele Sachen klären. Das heisst, wenn man im Rotenburg spazieren geht und niemand hustet gerade zwei Meter daneben, dann ist da eigentlich kein Risiko, dass man sich dort anstecken. Die Frage in einem Restaurant ist auch etwas anderes. Wenn man nicht näher, wo anderthalb Meter ist bei jemandem, wo nicht gerade hustet, dann ist das Risiko auch sehr gering. Man sagt, ungefähr sollte man einen engen Kontakt während einer Viertelstunde, der weniger weit entfernt von als zwei Meter ist, wo ein Risiko zur Übertragung besteht. Wie hoch? Da kommen wir zu einer anderen weiteren Frage, obwohl das eigentlich da jetzt schon zumeist beantwortet ist. Aber wir gleich die Frage durchgehen. Wie hoch ist Ansteckungsgefahr in öffentlichen Gebäuden? Und warum schließt man jetzt vielleicht den Gott? Diese Woche in den meisten Regionen zwar noch Schulferien, aber in Summe Regionen hat die Schule schon wieder angefangen. Nicht öffentliche Gebäude, wie zum Beispiel auch Schulen oder auch Kirchen, wo die Leute die Messe geben. Ja, das ist so. Da gibt es wieder die zweite Frage, die man da auch schauen muss. Wer ist vor allem gefährdet? Gefährdet das Kind und die Jugendliche? Da hat man es gesehen bei der ganzen Zahl, die man hat. Da gibt es praktisch keine schweren Verläufe. Die merken das vielleicht nicht oder sind so ein bisschen grippige. Da, wo wirklich die Leute, die gefährdet sind, dass schwere Verläufe sind oder dass sogar daran sterben, das sind die Leute, die schwere Grunderkrankungen haben, wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder Diabeteskrankungen oder so. Und Leute, die älter als 60 sind. Man sieht, mit jedem 5 Jahren, wo man älter kommt, nach den 60, nimmt das Risiko zu. Wenn man sagt, wie sind die Verläufe, man sieht, über 80% von diesen Patienten oder von diesen Leuten, die man gesehen hat, die diagnostiziert wurden, sind ganz leicht erkrankt. Also, das war eine leichte Grippe gewesen. Nur 15% hatten einen schwereren Verlauf gehabt und eben 5% sind wirklich schwer krank gewesen. Und das sind aber alles in diesen Risikogruppe gewesen. Der Patient in Genf, der erste Patient in Genf, ist glaube ich seit gestern wieder mittlerweile zum Spital raus. Also, da sieht man das. Erste Anzeichen, bei welchen Symptomen sollte man daheim bleiben? Bei welchen Symptomen kann man weiterhin arbeiten?
denke, das ist wie bei allen, wenn man Husten, Fieber, Nifa hat, dann sollte man daheim bleiben. Das ist einfach für die anderen zu schützen. Und man muss jetzt einfach auch wissen, wir haben nicht das Coronavirus, das im Moment das grosse Problem ist im Wallis. Wir haben die Grippeepidemie, die läuft. Und die ist viel ansteckender in dem Sinn. Und darum denke ich, auch für die anderen zu schützen vor der normalen Grippe, weil die macht euch krank, sollte man auch dann daheim bleiben. Wir haben eine konkrete Frage von der Hörerin bekommen, die geschrieben hat, sie habe 13-jährige Töchter und ob die sich testen sollen. Sie erniessen seit 3 Tagen und husten und haben leichtes Fieber. Das ist die Frage vom Testen. Ob man jetzt eine Grippe hat oder eine Corona-Erkrankung hat, ist eigentlich kein Unterschied für die einzelnen Leute, sondern es ist mehr zum Schauen, wir wollen im Moment die Corona-Erkrankung zu ausbreiten, verhindern. Darum die wir im Prinzip die Tests machen und die Leute, dann, die positiv sind, die wir isolieren. Also für das Kind macht es keinen Sinn, einen Test zu machen, das soll einfach daheim bleiben. Dadurch tut man die Übertragung verhindern und die anderen Leute von einer Ansteckung schützen. Eine andere konkrete Frage. Ein Ehepaarli hat noch ein Mail geschickt mit einer Frage. 58- und 60-Jährige. Sie sind seit einem Monat eigentlich ziemlich verkältet mit starkem Husten. Und nachdem das beim Doktor war, ist sich das eigentlich ziemlich so gebessert. Aktuell hast du jetzt aber wieder Husten, haben auch Ohrenweh. Beide sind vor 8 Tagen mit dem Zug auf die Domo gegangen. Kann es sein, dass sie sich da vielleicht angesteckt haben? Schwer zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Was man einfach sagen kann, wenn ich keinen Kontakt hatte mit jemandem, der wirklich Corona erkrankt war, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie einen gewöhnlichen Infekt mit einem anderen Virus haben und dass sie sich sicher nicht testen müssen. Aber sie sollen halt vielleicht auch ein bisschen den Kontakt mit den anderen ein bisschen zurückstellen und schauen, wer hüst und vor allem dann in die Ellenbögen hüsten und ein Nasstuch vorne dran. Einfach nicht in die Hand hüsten, weil wenn man die Hand hüstet, die Hand nicht wäscht und nach dem anderen die Hand gibt, dann geht das Virus weiter. Honka, ist das ein weiteres Thema, wo wir sicher im Verlauf dieser Stunde natürlich auch noch darüber hängen, die Massnahmen, die vom Bund kommen, die man vielleicht auch erzählt, die unerlassen, für den Virus weiterzugeben. Nur gerade eine konkrete Frage, Dr. Ambord, und zwar Sauna. Ist viel gekommen. Bäder, darf ich noch schwimmen ins Hallenbad? Darf ich überhaupt noch in die Sauna, ins Solarium oder was auch immer? Ja, das Virus hat nicht gerne Wärme und das Virus hat nicht gerne UV-Strahlen und das Virus hat nicht gerne Chlor. Also in einer Sauna, da, weil ich nicht gerade jemanden anhüsten kann, ist nicht gefährlich. Und wenn die Leute, die hüsten, haben Grippe, kennen die gerne nicht in der Sauna. In den Bädern ist es genau gleich. Also da müsst ihr keine Angst haben. Die Bäderbetreiber, die schauen, dass Leute, die akute Erkrankungen haben, dass sie nicht in ihre Bäder kommen. Also gehen baden, gehen in die Sauna. Das tut auf jeden Fall gut. Das ist genau. Rund 300 Fragen sind bei Gika gekommen. Also das ist wirklich ein Zeichen, dass das Thema selbstverständlich beschäftigt dort hierbei ist. Schuppo, von diesen Fragen dreht sich zum Beispiel euch um die Quarantäne. Wenn man in Quarantäne muss, Dr. Ambord, wie muss ich das vorstellen? Wie kann man trotzdem den Test machen? Kommt da zum Beispiel der Doktor zu einem Heim, der Hausarzt? Wie versorgt muss ich? Wie lange geht die Quarantäne? Gut, Quarantäne, das ist etwas, das vom Kantonsarzt verhängt wird. Und das wird erst, wenn natürlich ein Patient positiv getestet wird. Und im Prinzip die Patienten im Moment, die krank sind, positiv getestet worden sind, die werden aktuell nur im Spital unter Quarantäne da. Das wird dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern, weil wir sehen, die Patienten, die wir jetzt haben, die wären eigentlich daheim. Gut, die sind nicht so schwer krank. Alle Patienten in der Schweiz sind eigentlich in einem guten Zustand. Mhm. Wir sind in einer Phase, wo man das nur machen muss. Dann werden die Kontaktpersonen, die mit denen waren, die werden euch in Quarantäne da, weil die hat ja angesteckt werden und will im Moment die Ausbreitung vom Virus verhindern. Die werden aber nicht im Spital, das ist halt das Spital bald wahrscheinlich voll. Die bleiben daheim, bekommen aber bestimmte Anweisungen, wie sie sich sollen verhalten. Wenn ich bei leichten Symptomen daheim bleibe, muss die restliche Familie dann auch daheim bleiben. Wie attestiert man Quarantänemassnahmen, falls nötig? Wie schützt sich die Familienmitglieder? Habt ihr eigentlich hier euch schon zum Teil beantwortet? Genau, aber
Quarantäne wird vom Kantonsarzt genau. verhängt und das sind genau bestimmte Personen, die das machen müssen. Aber natürlich, wenn man eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn man höchste Fieber und so Sachen hat, dann soll man ohne Quarantäne daheim bleiben. Damit tut man die anderen schützen, eben auch vor der normalen Grippe. Ganz interessant, auch die Frage, die ich bekommen habe, da machen sich Eltern Sorgen, falls das Scheisselte am Coronavirus erkranken. Was passiert mit ihren Kindern, falls das eben sie als Eltern Quarantäne müssen? Ja, das ist, wenn die Eltern in Quarantäne müssen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man die ganze Familie dort unter Quarantäne, dann können die Kinder bei den Eltern bleiben, was eigentlich sinnvoll ist, dann werden die während 10 bis 14 Tage daheim müssen bleiben. Sonst, wenn nur ein Teil davon ist, dann tut man empfehlen, dass die Kinder vielleicht bei jemandem anders können während der Zeit untergebracht werden. Aber wahrscheinlich die praktische Lösung ist, dass die ganze Familie dann daheim dort bleiben. Eine Schuppe Fragen von den rund 300, die wir bekommen haben, sind auch rund um das Thema Tests oder Pflege gekommen. Da wollte ich zum Beispiel eine Hörerin gerne wissen, ob die Kapazität in der Pflege, aber auch in Sachen Medikamente zum Beispiel, länger fällt sich jetzt, wenn dort nächste Woche im Grossteil vom Kanton wieder die Schule anfängt, ganze Schulklassen zum Beispiel würde anstecken. Das ist so, muss man sagen, aber 80% von den Patienten, die einen Coronavirus-Infekt haben, haben ganz leichte Grippe-Symptome von dem, dass dort die Spitäler nicht belasten, dass dort auch die medikamentöse Versorgung nicht belasten. Man muss sagen, es gibt kein Medikament gegen das Coronavirus, es gibt keine Impfung gegen das Coronavirus. Dadurch haben wir im Moment eigentlich auch die Frage nicht. Und wie gesagt, es sind Symptome von einer leichten Grippe, die man hat. Bei 80% der Fälle. Von dem her ist klar, es wird dann vielleicht Patienten geben aus der Risikogruppe, die schwerer erkrankt sind. Da sind Spitäler eigentlich vorbereitet und man hat auch Szenarien, wie man sich dann dort entwickeln sollte, wenn das schlimmer sollte werden. Natürlich, Personal im Spital, Ärzte sind nicht geschützt vor der Erkrankung, sind nicht immun, aber da sind Spitäler, die planen uns gearbeitet haben, wie tut man den Umgang mit solchen Situationen. Apropos Pflegepersonal im Spital oder das Spitalpersonal ganz allgemein, die sind ja eigentlich theoretisch gesehen dem Virus aber falls ausgesetzt, wie er gerade richtig gesagt hat. Müssen die jetzt zum Beispiel jeden Morgen, bevor sie anfangen zu arbeiten, irgendeinen Schnelltest machen oder so? Oder wie funktioniert das genau? Ja, das wäre ein bisschen kompliziert, der Schnelltest dauert 6 Stunden, bis er das Resultat hat. Aber dann ist schon wieder geschafft. Dann ist schon geschafft. Nein, für die Spitalangestellten gelten genau die gleichen Richtlinien wie für alle anderen auch. Wenn die krank sind, sollen sie nicht arbeiten. Damit die Bevölkerung am besten schützen und die Regeln anwenden, die das Bundesamt für Gesundheitswesen immer wieder sagt: Hände waschen, desinfizieren, in die Ellbogen hüsten und nicht die Hand geben. Das sind die Regeln, die auch für das Spitalpersonal gelten. Ihr habt vorhin gerade Medikamente angesprochen. Es gibt noch kein Medikament gegen das Coronavirus oder auch keine Impfung gegen das Coronavirus. Aber es gibt die Grippeimpfung. Das war euch schon mal eine Frage bei unseren Hörern. Grippeimpfung kann die gegen das Coronavirus helfen? Die Grippeimpfung hilft nicht gegen das Coronavirus, weil das ist ein anderes Virus. Aber die Grippeimpfung hat gleich eine wichtige Rolle, weil sie schützt recht gut vor der saisonalen Grippe. Mhm. Und man kann die Symptome zwischen einem Corona-Infekt und einer Grippe nicht gut unterscheiden. Aber dadurch, weil wir schon relativ viele, die gegen die Grippe geimpft sind, haben wir viel weniger Fälle, natürlich, die Grippe haben. Und dadurch haben wir auch weniger zweifelhafte Fälle, was ist jetzt Corona oder ist jetzt eine gewöhnliche Grippe. Also sie hilft nicht gegen das Coronavirus, aber gegen die Normalgrippe, die im Moment natürlich ist. Problem ist. Und grassiert natürlich im Oberwallis wie jeden Winter, das ist klar. Wir haben euch eine Schuppe Fragen von Unternehmen und Firmen bekommen, von Chefen, die irgendwie euch beunruhigt sind. Zum Beispiel ist die Frage viel gekommen, sollte man Grenzgänger besser und stärker kontrollieren oder der Grenzübertritt für eine gewisse Zeit sogar geschliessen? Das war euch schon das Thema national zum Beispiel gewesen. Aber Grenzen schliessen oder nicht, dann müssen wir alle Grenzen schliessen, weil die kommt ja nicht nur durch den Tunnel oder über den Pass. Ich kenne von den Flughafen, von sonst wo. Ich denke, Grenzschliessung, das ist etwas, muss ich mal überlegen, was das heisst. Das geht dann in beide Richtungen. Das würde das Leben zum Stillstand bringen. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist einfach, man muss von Test und von diesen Sachen wegkommen, man muss einfach sagen,
wenn jemand krank ist, bleibt er daheim. Das ist der beste Schutz. Und das ist alles, was an allen Bahnhöfen, wo euch den Grenzgängern mitteilt wird und wo die Betriebe euch ihren Mitarbeitern mitteilen, wenn ihr krank seid, kommt nicht arbeiten. Damit tut man das eigentlich am besten schützen. Und natürlich die 6-Regeln, ich will das auch alles ja, sehr gerne, machen das befolgen. Nur. Ja. Die hat nur mal schon sagen, vielleicht. Ja. Regelmässig, häufig die Hände waschen, weil das Virus wird über die Hände überträgt. Oder wenn man dort anhüsten, darum, wenn man dort hüsten, die Ellbogen hüsten. Und wenn man das Nasszeug hat, dass man das dort in einen Papierkorb kriegt und nicht einfach so liegen. Das muss ja sonst jemand mal wieder auflesen, was ich könnte infizieren und nicht die Hand geben. Das nicht. Wird die Verbreitung vom Virus auch verhindern. Und vielleicht auch so als kleiner Steilpass, haben wir gestern schon ein paar Mal gesagt, die Hände waschen nicht einfach gerade mal drunter haben, sondern richtig 20 bis 30 Sekunden lang. Und als kleine Eselsbrücke ist das innerlich einmal einfach zweimal das Happy Birthday durchsingen. Und ich glaube, wenn er das gesungen hat, hat er gute, hoffentlich saubere Hände, virusfreie Hände. Vorher werden wir noch weiter. Da kann man vielleicht auch noch darauf eingehen, Mitarbeiter von der Bachstube mit mehreren Filialen zur Modwelt gerne wissen, was ist, wenn ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, tut man da eigentlich die ganze Bachstube schliessen. Wir sind alle in Quarantäne, da die Tests machen. Das Personal sei aber ein bisschen nervös, wissen nicht genau, wie mit dem Ganzen umgehen. Ja, das ist ja so. Die Person, der Patient, der sich angesteckt hat und positiv getestet wurde, der kommt im Moment noch ins Spital. Und dann tut man eine Umgebungsabklärung machen, tut man schauen, welche Leute sind in engem Kontakt mit ihm, also welche haben mehr als eine Viertelstunde in einer Distanz unterhalb von 2 Metern mit ihm zusammengeschafft. Die werden in Quarantäne da und nicht die anderen. Also die ganze Bachstube wird wahrscheinlich nicht geschlossen, weil einfach nur die, die wirklich in engem Kontakt sind. Ein paar Fragen, die haben heute Erfahrung gemacht, dass trotz Symptomen wie Husten oder Fieber und sogar eine Reise ins Ausland keine Tests gemacht sind, kommen beim Hausarzt nehmend. Ist jetzt wirklich die Tschüss gefragt, nimmt man das Thema vielleicht auf die leichte Schulter? Nein, das Thema nimmt man nicht auf die leichte Schulter, dadurch, dass ja die ganzen Massnahmen sind. Ausgelesen worden. Ich denke, die Ärzte haben sich richtig verhalten, weil es gibt eine Definition, welche Patienten sind einfach, oder welche Leute haben ein erhöhtes Risiko und das sind die, die getestet müssen werden. Das sind die, die immer Risikogebiet waren und Kontakt hatten mit einem Patienten, der Coronavirus erkrankt war. Nicht viel leichter, ihr müsst euch hier wahrscheinlich wieder wiederholen, wieder folgende Frage, aber auch die haben wir wirklich viel mal bekommen, der Umgang mit älteren Leuten. Ihr habt vorher gesagt, ab 60 kehrt man aber vielleicht auch so ein bisschen zur Risikogruppe. Darf man jetzt noch ältere Personen daheim besuchen, im Spital besuchen, wie soll man sich da verhalten? Das ist ganz wichtig, die am gefährdetsten sind, sind einfach ab 60, je älter dass man kommt, umso gefährdet ist man, dass man schwere Verläufe an der Coronavirus-Infektion hat. Aber auch da muss man sagen, auch bei den über 80-Jährigen, die schweren Verläufe, das sind dann ungefähr bei 20% der Leute gewesen. Für auf eine Frage zurückzukommen. Ich denke, im Moment sollte man wirklich in ältere Leute, die Grosseltern, ein bisschen schützen. Also wenn man krank ist oder so, wenn man auch nur leichte Symptome hat, dass man vielleicht eher telefoniert, WhatsApp, Skype oder so, mit ihnen in Kontakt ist. Wenn man gesund ist, dann kann man gut gehen. Und was natürlich ein No-Go ist, wenn man krank ist und ins Spital geht, Patienten besuchen. Das sollte man unabhängig von Corona sicher nicht machen. Gott will sagen, das sollte man ja eigentlich nie machen. Sowieso genau. Nie. Das sind jetzt eher so ein bisschen Fragen, die wir eben so ein bisschen Ping-Pong-Verfahren vielleicht erkennen, beantworten. Herr Dr. Ambord, kann man den Virus ein paar Mal bekommen? Das wissen wir noch nicht so genau. Bei den Coronaviren häufig gibt es dann nachher eine Immunität. Das Virus ist zu jung, für das wir das können sagen, aber wir gehen davon aus, dass es eine gewisse Immunität wird geben. Geht in die gleiche Richtung, kann man wahrscheinlich auch noch schwer sagen, kann sich der Virus weiterentwickeln und bösartiger kommen? Das Virus kann sich in beide Richtungen weiterentwickeln. Es kann schwächer werden, es kann aber auch sich verändern und dann vielleicht ein bisschen aggressiver werden, wie bei allen Viren. Das kann man nicht zum Voraus sagen. Wir hoffen natürlich ganz schwer das Gegenteil. Ja.
können sich Tiere mit dem Coronavirus infizieren? Haben Schupolite euch wirklich schon Sorgen gemacht um ihre Haustiere? Gut, da muss ich sagen, das ist eine Frage, die einer Kantonstierarzt könnte beantworten. Wir müssen verhindern, die Übertragung von Mensch zu Mensch, eine Übertragung vom Tier zu Mensch. Das weiss man jetzt noch nicht, aber ich denke, Warten wir mal ab. Kann ich in betroffene Länder, jetzt ist auch gerade die Zeit her, wo man sich langsam Gedanken macht um die Sommerferien oder Osterferien, wenn es sogar noch näher ist, kann ich in betroffene Länder oder Regionen reisen oder ist das Risiko momentan zu gross? Wo man nicht kann reisen kann, das ist in Ländern, die unter Quarantäne sind oder in Regionen, die unter Quarantäne sind. Bei den anderen ist es einfach schwierig zu sagen, jetzt, weil ihr seht, das Virus breitet sich aus. Und es muss jeder für sich selber entscheiden, was er machen will. Wichtig ist, dass er, und ich sage es wieder mal, dass man die Vorsichtsmaßnahmen dort einhält, dass man eben die Distanz zu den anderen Leuten ein bisschen dort einhält, dass man jetzt nicht gerade in grosse Menschenansammlungen geht und Hände waschen, schauen, dass man nicht angehustet wird und wenn man Husten hat, dass man daheim bleibt. Es ist ja relativ schwierig, da irgendein wie dem zu kommen, wenn man eine Pfleger ist, he? Genau, wobei eben auch da wieder das Risiko, dass man da angesteckt wird, ist nur, wenn man relativ nah bei denen ist, eben näher als 2 Meter. In der Regel gibt man davon, dass es 1 oder 2 Reihen vorne oder hinten sind. Aber Leute, die krank sind, sollten eigentlich gar nicht in den Flieger einsteigen. Gleich wie ein Bahn und Bus. Das ist eine Frage, die immer mal wieder ist gekommen. Schwächt sich das Virus im Ausland ab? Das hoffen wir natürlich alle sehr schwer. Das hoffen wir alle und wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit anderen Coronaviren gehabt und die haben nicht gerne UV-Licht, die haben nicht gerne Wärme. Wir hoffen, dass das Virus das auch nicht gerne hat und rechnen damit, dass es zu einer Abschwächung kommt. Übrigens hat man gesehen, dass die Länder zuerst in Südamerika oder so, was relativ warm ist, wo im Moment kein Corona-Fall haben. Wenn, es gibt noch keinen, das haben wir vorher schon miteinander besprochen, aber wenn gibt es einen Impfstoff oder ein Medikament? Da lesen wir jeden Tag irgendwas, wie es gäbe es was? Da müssen wir sagen, bevor das Medikament zugelassen wird, gibt es sehr viele Tests, die müssen gemacht werden. Nicht, dass das Medikament nachher schlimmer ist, als das wirklich ist. Wir rechnen, oder die WHO rechnet mit der Impfung frühestens auf Ende Jahr. Wie hoch ist die Chance, dass sich das Virus im Wallis ausbreitet? Das Virus ist da. Ich denke, das ist ja so. Es ist in der ganzen Schweiz da. Es wird mehr Fälle geben, die krank sind. Was wichtig ist für uns, dass wir jetzt die Risikogruppe schützen und dass wir Platz haben, dass wir, wenn die schwere Symptome entwickeln, dass sie behandelt werden können. Warum macht man einen grossen Aufmarsch für etwas, das schlimmer ist als Grippe? Auch das war schon und da mal eine Frage. Das ist eine ganz berechtigte Frage. Im Moment geht es einfach darum, dass man probiert, die Ausbreitung von dem Virus zu verlangsamen. Es ist schon wichtig, wir haben aber im Moment auch noch die Grippewelle, die läuft. Und je mehr Tage dass wir gewinnen, umso mehr Zeit haben wir, eben, für dass die beiden Wellen nicht übereinander kommen. Gibt es eine Anlaufstelle für Firmen, die größere Mengen Desinfektionsmittel für ihre Angestellten wollen bestellen? Gibt es nicht. Das sind die normalen Lieferanten. Es hat ein kleines Problem in den letzten paar Tagen, dass die ausgegangen sind. Und zwar ist das Problem beim Alkohol gelegen. Das ist das Bundesamt für Gesundheitswesen gesagt, jetzt soll das in den nächsten 2-3 Tagen gelöst sein, dass der wieder genügend Desinfektionsmittel sollte zur Verfügung stehen. Es gibt keine Masken mehr. Wie kann ich mich schützen? Eure Frage. Das ist ganz einfach. Masken brauchen nur entweder die Leute, die krank sind, oder die Leute, die Kranke die betreuen. Alle anderen brauchen keine Maske. Es ist, wie es der Herr Beda Stadler gesagt hat, die gesund sind, eine Maske anlegen, das sind mehr wie Masken. Social Distance, was heisst das genau? Kann ich Risikopatienten jetzt noch zu Anlässen wie Vereinen, zum Chor zum Beispiel oder zum Plausch zulassen? Das ist ganz klar. Leute, die krank sind, sollen daheim bleiben. Social Distance heißt einfach, dass man nicht sehr nah miteinander ist, dass das Risiko von angehustet werden oder so, dass das möglichst reduziert wird. Warum tut man Verhaltensregeln nicht präsenter darstellen, zum Beispiel mit Plakaten in Bussen oder öffentlichen Gebäuden zum Beispiel oder via Post und Flyer verteilen? Die Kampagne wird vom Bundesamt für Gesundheitswesen geführt. Ich glaube, es ist in allen Zeitungen, überall, wo die Flyer sind drin waren, wird die euch breitflächig verteilen. Ich mache euch Werbung für die Massnahmen. Ihr habt sicher gehört, in der letzten Stunde habe ich etwa 5 oder 6 Mal. Und ihr dürft es zum Abschluss bitte unbedingt noch mal gerne sagen. Gerne noch mal, jawohl. Hände waschen immer, wenn ihr könnt. Hüsten in die Ellenbeugen. Niesen. Niesen in die Ellenbeugen.
im Prinzip Nasstücher nicht auf Papier, auf die Straße gehen, sondern in Abfallbehälter nicht die Hand geben, daheim bleiben, wenn man krank ist. Und wenn er Symptome hat und in unserem Risikogebiet kommt, dann geht dem Hausarzt telefonieren und geht nicht auf die Notfallstation oder in die Hausarztpraxis vom Spital. Und auch bei uns so ein bisschen der Abstand, das Social Distancing, genau. Das sollte man noch so ein bisschen Distance, heisst das richtig, sollte man noch natürlich beibehalten. Herr Dr. Christian Ambur, es gibt eine kantonale Hotline, die in einer Stunde und genau 5 Minuten eigentlich aufgeschaltet kommt. Eine Hotline, die weitere Fragen beantwortet. Genau, es gibt im Prinzip schon lange die Hotline vom Bundesamt für Gesundheitswesen. Wir haben gesehen, dass relativ viele Fragen euch dann in Spitälern und so gegangen sind, die spezifisch sind für das Wallis. Ich würde die Nummer gerne mitteilen, wann ihr könnt telefonieren ab den Zähnen. Das ist 058 433 0144. Das sind bis am Abend um 8 Uhr, weil es Leute, die Auskunft geben, die über alle Fragen, die ihr habt. Und sonst 24 Stunden lang die Hotline vom Bund, sowieso nachher. Danke viel mal, Dr. Christian Ambur, dass er auch die Zeit hat genommen. Ich glaube, er hat schon ein paar anderes zu tun, aber ich glaube, das ist jetzt auch mal wichtig und richtig gewesen, dass wir eine Stunde lang wirklich uns ein bisschen die Leute informiert haben können, uns vorderster Front, aber auch vielleicht zum Teil hoffentlich ein bisschen können beruhigen. Danke viel mal und gesund bleiben, natürlich auch ihr. Merci viel mal. Dankeschön.